Hi Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Dieses Mal habe ich den Beginner-Tag für euch gesehen, habe ich den bei Literaturlärm. Die hat mich zwar nicht getaggt, aber ich mache den Tag trotzdem, ist ja kein Verbrechen. Ja, die Fragen in diesem Tag, die sind ein bisschen schwierig, ein bisschen fies. So auch die erste. Ich würde, glaube ich, sehr gerne noch einmal mit einem frischen Geist und zum ersten Mal Michael Ende die unendliche Geschichte lesen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich das als Kind gelesen habe. Es war so ein dickes, fettes, weißes Buch und das war so crazy erzählt und ich fand es auch so stark, dass es so in verschiedenen Farben war das gedruckt und das war für mich so unerhört einfach, was man da machen kann, was ein Buch mit einem ausrichten kann. Das hat mich so dermaßen geflasht. Michael Ende ist ohnehin einer der ganz Großen, ein Autor, den ich unglaublich liebe, schätze und den ich auch zum Teil später nochmal gelesen habe als Erwachsener und da ganz viele Sachen entdeckt habe, die einfach richtig, richtig gut sind und wo Unterhaltung dann nicht nur für Kinder, sondern auch für die Eltern vielleicht gedacht ist. Also ganz großes Kino. Die unendliche Geschichte. Boah, also ich habe als Kind relativ viel gelesen, denke ich. Aber was so der erste Roman war, wo da die Abgrenzung von Kinderbüchern zu Romanen verläuft, ganz schön schwierig. Ich erinnere mich, dass ich mal so ein Saurierbuch gelesen habe. Das hieß, glaube ich, Dunja, der Dinosaurier oder so. Aber das fand ich richtig cool, aber ob das mein erstes war, habe ich keine Ahnung. Peterschens Mondfahrt erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, auch an die Zeichnungen, die mir so ein bisschen Angst gemacht haben und dass die Story einfach so abgefahren war. Ansonsten so richtige Romane, eventuell Der kleine Hobbit, das war die DTV-Übersetzung, bei Klett-Cotta heißt er, glaube ich, nur Der Hobbit. Ich hatte aber dieses Ding von DTV und das war ziemlich schnell, ziemlich abgewetzt und das war auch ziemlich cool, aber das muss wesentlich später gewesen sein. Ganz oben auf meiner Muss-ich-kaufen-Liste steht von Arthur Becker Der unsterbliche Mr. Lindley, ein Hotelroman. Ich habe ein ganz besonderes und sehr persönliches Verhältnis von Arthur Becker. Das wäre aber mit Sicherheit auf jeden Fall mal was für ein eigenes Video. Und mir fällt bei der Gelegenheit auch ein, dass ich mal versprochen habe, dass ich über Daniel Zarno ein eigenes Video machen würde. Das hatte sich jemand gewünscht. Ich habe das nicht vergessen, nur immer so nach hinten geschoben. Aber irgendwann werde ich euch auch mehr über Arthur Becker erzählen und über Daniel Zarno nicht bei dieser Gelegenheit, aber bei einer anderen Gelegenheit auch. Da fällt mir ganz klar Anna Segers Das siebte Kreuz ein. Ich bin unglaublich schlecht reingekommen. So die ersten 100, 150 Seiten waren mehr oder weniger eine Quälerei. Normalerweise halte ich nicht so lange durch. Am Ende war ich aber dann froh. Also irgendwann bin ich in diesen bisschen sperrigen Stil reingekommen. Und dann hat das Buch mich auch so richtig gepackt. Und auch im Nachhinein bin ich unglaublich froh, dass ich das gelesen habe, weil es ein sehr starkes Stück Literatur ist, das man vermutlich heute nicht mehr so schreiben würde, aber das auch in seiner Sperrigkeit so ein bisschen seine Berechtigung hat. Wer das nicht kennt, das ist ein antifaschistischer Roman, der vor einer fiktionalisierten Handlung, die es aber so gegeben haben könnte, die Zeit des Nationalsozialismus einfängt und insbesondere was da mit widerständigen Leuten passiert ist. Es gibt einen Ausbruch von Gefangenen aus einem Konzentrationslager, also damals noch politische
Gefangene. Wir sind in den 30ern noch. Das Buch spielt noch nicht im Krieg. Und das hat mich sehr bewegt, zumal die Schauplätze hier in Frankfurt, in Rheinhessen und so weiter meine Heimat sind. Und das ist schon heftig und zu Recht ist es auch Schullektüre. Ja, klare Frage, klare Antwort. The Way of the Seal hat mich unglaublich motiviert, auch so ein paar Strukturen in meinem Alltag, so ein paar Denkmuster und so weiter auch mal kritisch zu hinterfragen und neu zu machen, neu zu denken. Mark Divine ist ein super Coach, toller Autor. Wenn ich irgendwann mal in den USA wäre oder so, würde ich ihn auch unglaublich gerne mal kennenlernen. Ich glaube, das ist ein Buch, das erstmal so vom Look viele Menschen abschreckt, was schade ist, weil wenn man sich so mit der Entwicklung, mit positivem Denken, darum, wie setze ich mir Ziele und so weiter, wenn man sich mit sowas beschäftigt, ist das wirklich das beste Buch, das ich in diesem Bereich kenne und bis jetzt gelesen habe. Ja, die Frage ist ein bisschen sinnlos, muss ich sagen, weil ohne zu wissen, wem man etwas empfiehlt, ist es also das Ergebnis irgendwie zufällig. Wenn ich jemandem ein Buch schenken müsste und wüsste nicht, wer das ist, dann würde ich zu Factfulness greifen von Hans Rosling. Dieses Buch habe ich hier in diesem Kanal auch schon vorgestellt. Es ist einfach ein sehr inspirierendes Buch, eine inspirierende Lektüre. Auch eine Ermahnung, nicht den bösen Medien zu trauen, sondern mal den eigenen Kopf anzustrengen, kritisch mit Zahlen und vermeintlichem Wissen umzugehen, Vorurteile und Stereotype zu hinterfragen. Und das ist nicht einfach nur so Blabla, sondern der Mann begründet das knallhart an Zahlen. Und ohne, dass er sagt, die Welt ist so toll und es ist alles so schön, erklärt er uns, dass die Welt trotzdem viel besser ist als das, was wir was wir zu wissen glauben. Und vor allem so für kleine Schwarze ja ist das eine sehr gute Impfung. Ich bin kein seltener Gast in Buchhandlungen und wenn ich in eine Buchhandlung komme, dann werfe ich als allererstes einen Blick auf die Empfehlungstische und schaue mir an, was Buchhändler da so draufpacken, weil das ziemlich viel über die Buchhändler verrät. Ob das einfach nur gestapelte Bestseller sind und Novitäten oder ob das ein bisschen so Lieblingsbücher auch sind, Sachen aus Indie-Verlagen sind, Bücher sind, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat und zwischendrin immer verstreut Bücher, die man selbst unbedingt kaufen will. Es gibt so ein paar Buchhandlungen, die aus diesem Grund unglaublich gefährlich für mich sind, in denen ich schon sehr, sehr viel Geld gelassen habe. Seit ich umgezogen bin, gibt es hier in unmittelbarer Laufnähe so eine Buchhandlung zum Glück nicht. Ich habe mir es ja zur Angewohnheit gemacht, abwechselnd Belletristik und Sachbücher oder Fachbücher zu lesen. Zugegebenermaßen werde ich da manchmal ein bisschen schwach oder nachlässig, aber mehr oder weniger halte ich mich daran. Insofern ist das die einzige Vorgabe, die ich mir selbst mache. Ich versuche natürlich, wenn ich mal irgendwoher ein Rezensionsexemplar habe, was nicht so wahnsinnig oft vorkommt, dann das möglichst schnell abzuarbeiten. Eine Ausnahme gibt es, ich weiß nicht, ob man es hier auch sieht. Nämlich habe ich die Göttliche Komödie hier schon länger stehen. Also die sollte ich unbedingt in Angriff nehmen. Abgesehen davon bin ich ein totaler Moodreader, wie Anne das gesagt hat von Literaturlärm. Ich lese das, von dem ich glaube, dass ich es gerade brauche und was mir gerade gut tut. Insofern gibt es da jetzt keine Listen, die ich groß anlege. Die einzigen Listen, die ich anlege, um irgendwas zu machen, ist, wenn ich Bücher sehe, dann
die ich kaufen will, dann trage ich mir die in eine Liste ein, damit ich das nicht vergesse. Und irgendwann kaufe ich mir die dann auch. Eine Liste mit Büchern abzuarbeiten, wenn ich privat lese, das geht gar nicht. Mein erster Lieblingsschriftsteller war vermutlich Tolkien. Angefangen habe ich mit dem kleinen Hobbit, wie vorhin schon erwähnt, und habe dann Herr der Ringe gelesen. Das ist, glaube ich, auch das einzige Buch, das ich dreimal gelesen habe, obwohl dieses Buch wirklich Längen hat, allen voran diese unendlichen Eskapaden mit Frodo und Sam, wenn sie durch die Sümpfe ziehen und bis die mal in Moria ankommen, da wird man ja halb wahnsinnig. Vielleicht wird das heute interessanter. Wenn man so ein paar Bücher über den Ersten Weltkrieg gelesen hat, dann findet man da vielleicht jetzt andere Verweise und so weiter drauf, kann damit mehr anfangen. Also das könnte mal interessant sein, das heute nochmal zu lesen, aber habe ich jetzt erstmal nicht vor. Also insofern, um die Frage zu beantworten, vermutlich war es Tolkien, von dem ich dann auch später noch andere Sachen gelesen habe. Sein Sohn ist da ja auch ganz unerbittlich und bringt alles raus, zieht alles aus den Schubladen, was er auftreiben kann. Ziemlich cool, wenn man so einen Sohn hat, wie ich finde. Und wenn ich das mal darauf münze, was ich später so gelesen habe, dann würde ich sagen, dass das Helmut Krauser ist, der vielleicht auch ein paar Bücher geschrieben hat, publiziert hat, die er nicht hätte publizieren sollen, weil er dann doch oft unter seinen Möglichkeiten bleibt, aber er hat wirklich geniale Bücher geschrieben, großartige Tagebücher auch geschrieben, ein leider total unterschätzter und zu wenig bekannter Autor. Das war jetzt ein Schriftsteller, den ich so in meiner Studienzeit entdeckt habe. Ja, meine Initialzündung ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich, glaube ich, einen anderen Background habe als die meisten Booktuber. So richtig intensiver befasst habe ich mich das erste Mal mit Booktube, als ich Ilke von Buchgeschichten gesehen habe und das einfach so cool fand, was sie macht, wie natürlich sie das macht, wie sie Bücher vorstellt. Und da habe ich mal angefangen, mich regelmäßig damit zu beschäftigen, und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, mehr aus technischem Interesse allerdings und um YouTube ein bisschen besser zu verstehen und im Videobereich ein paar Sachen mehr auszuprobieren, dass es ja ganz schick wäre, irgendwie einen eigenen Kanal zu haben. So ist es im Prinzip auch noch heute. Ich stelle hier sehr gerne Bücher vor und bin auch sehr, sehr dankbar. Also bin euch super dankbar, dass ihr mich auch durch Videos begleitet habt, die vielleicht nicht so doll waren oder technisch nicht so doll waren. Ihr seht leider die Sachen nicht, die ich hier nicht veröffentliche. Was ich am Ende nicht veröffentliche, ist nämlich viel mehr und steckt viel mehr Arbeit drin, glaube ich, manchmal, als das, was ich am Ende veröffentliche. Also ich habe schon so einige Konzepte und Serien und Formatideen im Kopf, die ich dann zum Teil auch ausprobiere oder eben nicht ausprobiere, weil es irgendwelche Gründe gibt, warum ich das nicht machen kann, räumlicher Natur, oder weil ich das nicht alleine machen kann, oder weil der Aufwand zu groß ist, oder. Da könnte ich jetzt noch viel länger drauf rumreiten, aber so wirklich so die Initialzündung war, dass ich die Videos von Ilke so gut fand. Ja, die Frage nach dem Lieblingsbuch ist natürlich auch irgendwie fies. Ich tue mir sehr schwer damit, weil wie viele Bücher liest man wirklich mehrfach? Wenn man das mal macht, dann stellt man fest, dass man ein Buch niemals gleich liest. Also so nach dem Motto, man springt niemals zweimal in denselben Fluss, ist es ja auch mit Büchern so, dass so die Stimmung, in der man ein Buch liest, irgendwie unglaublichen Einfluss darauf hat, was dieses Buch mit einem macht. Ich glaube, als leidenschaftlicher Leser ist man sowieso so literarisch promiskuitiv. Also ich stelle bei mir fest, dass wenn ich hier Bücher vorstelle, und das sind dann vor allem so
Lieblingsbücher oder Bücher, von denen ich denke, ah, die muss jeder lesen, die müsst ihr da draußen auch lesen, weil sie einfach so gut sind und die so herausstechen, dann denke ich immer, ah, das ist das beste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Und dann lese ich das nächste Buch und denke, oh, das ist so fantastisch, das ist ja wirklich eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Ich glaube, dass das vielen so geht. Natürlich kann man da so Abstriche machen. Man braucht dann so ein bisschen Zeit und Abstand, um das nochmal zu beurteilen, aber ich neige nicht dazu, mir selbst zu trauen, wenn ich sage, ah, so rückblickend war dieses und jenes, war wirklich das letzte Buch, weil Erinnerungen täuschen oft. Ist vielleicht mal ein schöner Anlass oder eine schöne Videoidee, ich denke jetzt einfach mal laut, so meine absoluten Lieblingsbücher vorzustellen. Denn das ist natürlich eine ganze Reihe, für ein Buch festlegen möchte ich mich eigentlich nicht. Aber vielleicht habt ihr ja Ideen, vielleicht habt ihr ein absolutes Lieblingsbuch. Ich würde mich über eure Kommentare zu diesem Video auf jeden Fall sehr freuen. Macht diesen Tag doch auch. Ich tag jetzt niemanden, ich habe auch vergessen, mich darauf vorzubereiten. Also wenn ihr Bock habt auf diesen Tag, dann macht den auch einfach. Oder beantwortet die Fragen oder die Fragen, auf die ihr Bock habt, hier in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.